Wir haben gedacht, vielleicht interessiert euch dieses Thema. Fördert das Anhäufeln von Tomatenpflanzen das Wachstum, wie es bei ihren nahen Verwandten, den Kartoffeln, der Fall ist? Tim hat einen Versuch unternommen. Zuerst hat Tim aus Samen kleine Tomatenpflanzen gezogen und in Kisten gepflanzt. Dies sind alte Zargen, die Tim nicht mehr gebraucht. Er arbeitet jetzt mit einem anderen Format. Alle 14 Pflanzen waren beim Einpflanzen die gleiche Größe. Aber Tim hat der Hälfte der Pflanzen, also 7 davon, eine weitere Kiste obendrauf gesetzt. Diese hat er dann begonnen anzuhäufeln. Und zwar mit selbstgemachter Komposterde, die er mit Pferdemist gemischt hat. Das war ganz schön viel Arbeit, die schon vom Zuschauen ziemlich müde gemacht hat. Er hat die Kisten über einen Zeitraum von 2 Wochen aufgefüllt, weil er die Pflanzen nicht völlig unter der Erde begraben wollte. Ein paar Wochen später, allen Pflanzen geht es gut, nur dass die in den Doppelkisten ein bisschen besser zu wachsen scheinen. Und jetzt, Ende Juli, schauen wir uns die Ergebnisse mal etwas genauer an. Yours are bigger than mine anyway. Very pretty. So the point is, which is the bigger side? One's on your right or the one's on your left? This one is bigger than that one, yeah. And they're both bigger than me. Yeah, good. But overall, go back to the end and have a look. But there's more bigger ones in this row than in that row. This is huge. All the way up here, like a tree. Yep, they're a bit leggy, I think, because they're not getting enough light. The roof needs a good clean. Yes, Tim. So we're going to have a quick look to see if the stems have sprouted roots below the surface. Das Anhäufeln hat den Tomatenpflanzen zumindest keinen Schaden zugefügt und es hat das Wurzelwachstum gefördert. Aber der Grund, weswegen sie größer sind, könnte auch einfach damit zu tun haben, dass sie an mehr Nährstoffe kommen und an mehr Wasser. Sehr interessant. Aber die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Ein Anreiz für weitere Versuche. Möge das nächste Gärtnerjahr kommen.